Genau, da musst du einen Quarktaschen nicht betteln, die geben sie dir umsonst. Das war aber ein bisschen doof. Also letzte Woche hatte meine Freundin Geburtstag. Was machst du da, Dupi-Dupi-Freund? Wollen vergessen? Ja, kann ich ja verstehen. Frauengeburtstag, vergisst beim Kumpel, das ist easy. Gehst in den Kasten Bier und wird eingeschlafen, das Marzi im Hitlerbärtchen. Bei Frauen ist das ein bisschen was anderes. Und irgendwann sie war geknickt und dann habe ich gesagt, okay, ich habe auch den in Dresden und so. Und dann habe ich richtig einen rausgehauen und schöne Tickets besorgt für einen Flixbus. Ja, kein Stress, ich saß Reihe 4, ich 14, das ging. Und Dresden ist geil, also wie gesagt, ich bin auch gerne in Dresden. Dresden ist so, also die haben da nach 1945 echt schon eine ganze Menge gemacht. Kaum Ausländer, keine Assis. Ich glaube, selbst der Dönermann am Bahnhof war Deutscher. So hat es auch geschmeckt. Und auch keine Graffitis. Also ich habe ein Graffiti gesehen, da war ein so ein riesen Graffiti an der Wand, da stand, bitte hier keine Graffitis. ja, aber chilliger Tag in Dresden. Also meine Freundin sagte dann ja auch, bist du ja dann lieb als Mann, ne? Und sagst halt, ja, Schatz, was willst du denn so machen und so? Und sie sagt, ja, so Sightseeing wäre geil. Yeah. Ich denke immer so, also ich habe als Kind schon Probleme mit diesen katholischen Typen da gehabt, ey, was willst du da jetzt auch noch Kirchen angucken? Und dann habe ich so gemacht, wie gute Männer das machen. Ich bin in eine Sauna gegangen, 6 Stunden. Dann habe ich das Deutscheste erlebt, was man so erleben kann. Also in Dresden, wenn ihr da mal in die Sauna geht, zieht euch das rein, die reservieren mit dem Handtuch selbst den Ruheraum. Also kommst du in den Ruheraum rein, willst dich 2 Stunden pennenlegen, alles voller Handtücher. Sehr, sehr deutsch, sehr, sehr, sehr deutsch. Wir sind dann zu Hause gewesen wieder, der Auftritt war gut, wir sind zu Hause gewesen und dann kommt die Freundin und sagt so, Olli, wir müssen mal reden. Ja, ja, meine Ahnung. Meine Frau sagt, wir müssen mal reden, dann weißt du Bescheid. Reicht ein Kasten mir zu Hause nicht. Habe ich mir auch gedacht, bin ich dann zu meinem besten Kumpel gefahren reden. Bin dann mittwochs wiedergekommen. Und ich lag dann auf der Couch, Fußball lief gerade. Und sie kam dann so auf die Couch und sagte, Olli, du achtest mich überhaupt nicht mehr. Habe ich sie erstmal von der Couch geschubst, weil sie im Bild stand. Und ja, ja, ja. Und dann hörte ich im Hintergrund immer so rascheln. Sie fing dann so in ihren Koffer und dann kam sie so und sagte, Olli, ich glaube, ich schlafe mal ein paar Tage bei meiner Freundin. Ey, und dann wird's Zeit. Dann wird's Zeit. Dann wird's richtig Zeit.